Wir bekommen einfach schon wieder einen 5-Star-Charakter geschenkt. Und damit herzlich willkommen bei diesem Video, die Version 1.2 Developer-Updates, was auch immer, zu Wuthering Waves sind gerade rausgekommen. Und wir besprechen das Ganze natürlich. Ihr seht hier unten in der Ecke, die kamen gerade eben. Wir schauen direkt mal rein, was Kuro Games dieses Mal für uns so vorbereitet hat. Und gleich das allererste ist eine Sache, die ich schon von Anfang an angemerkt habe. Und zwar das Auto-Lock-On. Das Auto-Lock-On fühlt sich teilweise sehr, sehr clunky an. Manchmal werden Gegner anvisiert, die irgendwie fühlt sich random an, die viel zu weit wegstehen, oder man bewegt sich auf einen Gegner zu und möchte, dass der gerne anvisiert wird und man ist immer noch auf den Gegner hinter einem gelockt und der Charakter dreht sich wieder rum und greift den wieder an. Das ist sehr, sehr anstrengend teilweise und es sieht so aus, als hätte man hier sich jetzt endlich mal Gedanken dazu gemacht, in Movement Direction umstellen zu können oder auch in Camera Direction. Und wir werden dann sehen, wie gut das Ganze funktioniert. Ich kann hier nur sagen, so wie das Genshin Impact gelöst hat, ist es eigentlich perfekt. Da ist kein wirkliches Lock-On, die Skills zielen so ein bisschen auf die Gegner, aber so ein richtiges Lock-On hat man eigentlich nicht. Mal gucken, wie das hier ist. Aber ich finde auf jeden Fall den Schritt in diese Richtung sehr, sehr gut, denn das ist ein Feature, was halt wirklich, ausschlaggebend für den Gameplay-Flow ist und auch für den empfundenen Spielspaß. Der zweite Punkt ist praktisch so ein kleiner Roboter, der einem Resonators ersetzt, die eine Pistole haben. Dabei geht es primär um irgendwelche Puzzles, ihr kennt die, wo ihr auf irgendwelche Zielscheiben schießen müsst, oder zum Beispiel gibt es ja jetzt in der neuen Region diese kleinen Würmchen, die man von hinten anschießen muss. Und es ist mir auch, also mir geht es auch so, häufig hat man einfach keinen Resonator mit einer Pistole als Waffe im Team und muss dann immer wieder die Teams umstellen und einen Resonator mit Pistole reinholen und so weiter. Das Ganze wird jetzt mit diesem Hoveroid behoben, denn der kann sozusagen ausgerüstet werden aus dem Utility Wheel, wie auch zum Beispiel der Scanner oder auch der Hook, mit dem man sich hochziehen kann. Und dann kann man ganz normal mit Linksklick entweder gedrückt halten oder einzeln klicken, kann man dann praktisch gezielt schießen und damit eben dann Puzzles lösen und solche Sachen. Finde ich sehr, sehr cool. Das macht es auf jeden Fall deutlich entspannter und man muss halt nicht die ganze Zeit Teams rotieren. Das ist actually sehr smart, die Lösung, denn ich meine, man möchte natürlich eigentlich irgendwie die Spieler dazu anregen, verschiedene Charaktere zu benutzen, um so Puzzle zu lösen. Aber gerade bei sowas finde ich es halt auch einfach mehr anstrengend, das zu forcen, als einfach zu sagen, nimm doch einfach dieses Gadget dafür. Und ich meine, wenn man einen Pistol-User im Team hat, dann kann man den ja trotzdem einfach benutzen. Und dann kommt eine Sache, die viel gefragt wurde, und zwar sowas ähnliches, wie wir es auch in Star Rail zum Beispiel kennen, so Überlauf-Resin. Und hier haben wir das Ganze in Form von Waveplate Crystals, die brauchen dann doppelt so lange, um generiert zu werden. Also hier steht es, ihr kriegt ein Waveplate Crystal in 12 Minuten statt einem Waveplate alle 6 Minuten. Mit einem Limit von 480 Waveplate Crystals. Das bedeutet, bis das voll ist, dauert das Ganze dann 4 Tage. Und ihr könnt dann diese Waveplate Crystals 1:1 umtauschen in Waveplates. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie nicht dazu kommt, die Waveplates auszugeben, dann ist das nicht ganz so schlimm. Dann werden halt diese Crystals angesammelt. Ist natürlich nur halb so effizient, aber es ist zumindest nicht mehr so, dass es komplett verloren ist, wenn man jetzt voll ist mit den Waveplates und die gerade nicht ausgeben kann. Ein nettes Quality of Life Feature. Für die, die aber immer aktiv spielen, ist das, glaube ich, eher weniger relevant. Aber insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass es so ein Feature gibt. Und dann kommt ein Resonator Showcase Feature. Also, man kann die hier, wie man das hier in diesem Bild gesehen hat, ich weiß gar nicht, kann man das groß machen? Ja, hier sehen wir es nochmal in groß. Also, man kann die jetzt hier ausstellen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann man dort im Endeffekt nur nochmal diese Pull-Screen-Animation sozusagen sich anschauen. Aber so richtig die Chars anschauen ist, glaube ich, nicht. Aber es geht halt nur um die Convene-Scenes. Also entweder kann man sich dort die Convene-Scenes immer nochmal anschauen, was natürlich cool ist, weil die Animationen sind teilweise echt großartig. Gerade bei Yinshi fand ich die Animation ja super. Ob man dann über das Profil auch die Charaktere sich von anderen Spielern anschauen kann, was die für Echos drauf haben und so, das weiß ich jetzt nicht. Aber man kann auf jeden Fall dann dort bis zu 3 ausstellen. Und wir haben hier
hier einen kleinen Sneak Peek bekommen auf Seji oder wie auch immer sie am Ende ausgesprochen wird. Sehen wir hier am Anfang ihre Pool-Animation zumindest ein Stück. Und wir sehen einmal ganz kurz ihr Charaktermodel. Und dann haben wir noch ein paar kleinere Punkte. Zuallererst, Shoutout geht raus an Knutmaster aus dem Streamchat, der sich das schon die ganze Zeit gewünscht hat. Spielen auf 120 FPS. Ich weiß, er ist nicht der Einzige. Es geht vielen so. Ihr wollt gerne 120 FPS und Kuro Games delivered. Es gibt jetzt 120 FPS ab Version 1.2. Könnt ihr am PC auch auf 120 FPS stellen. Mir persönlich ist es eigentlich immer relativ egal. Ich kriege das eh nicht so mit. Aber ich werde es ausprobieren. Vielleicht countet es sich dann einfacher. Mal gucken. Dann haben wir Punkt 6, da geht es komplett um das Death of Elusive Realm. Es gibt neue Story Worlds, es wird gesagt, wann das neue Death of Elusive Realm losgeht. Es steht jetzt hier drin, dass es in der zweiten Hälfte des Patches passiert. Genau, hier steht es drin, immer in der Second Half jeder Version Release. Das heißt also, die erste Hälfte ist immer ohne Death of Elusive Realm von jetzt an. Und es kommt dann immer erst in der zweiten Hälfte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es gibt dann immer nochmal ein System Mail Reminder dazu. Dann für die Daily Quests in diesem Guidebook wird dieser Teil der 180 Wave Plates, die man ausgeben soll, von 20 auf 60 Punkte erhöht, um halt die Daily Quests schneller voll zu machen. Finde ich okay. Ich hatte bis jetzt eigentlich nie Probleme, die voll zu machen. Habe ich, glaube ich, schon in dem letzten Video zu diesen Updates gesagt, dass ich jetzt damit eigentlich nie Probleme hatte. Geht jetzt halt schneller. Finde ich okay. Ist jetzt nicht schlimm, stört mich nicht, habe ich aber auch nicht gebraucht. Und dann kommen hier jetzt die Big News. Und zwar die Big News sind, um das Ganze mal ganz kurz runterzubrechen: Everyone will receive the 5-Star Resonator Zhangli Yao for free during this Second Half. Das ist big. Wir bekommen nochmal einen 5-Star geschenkt, und zwar einen Event 5-Star. So ein bisschen wie das damals mit Dr. Ratio in Honkai Star Rail war, bekommen wir jetzt hier einen 5-Star-Character geschenkt. Das heißt, ihr müsst den nicht extra pullen, ihr bekommt den einfach so. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Das wird so ein bisschen vermarktet als, wir haben natürlich ja viele Sachen, die wir noch verbessern müssen und die wir ausbessern mussten in der Vergangenheit, und darum bekommt ihr diesen Charakter. Ich habe es schon mehrfach gesagt, Kuro Games ist super generous und ich würde gar nicht nach so viel fragen. Ich hätte gar nicht so viel erwartet, dass man for free bekommt. Ich finde das immer noch krass, wie viel Kuro Games hier einfach for free verteilt. Und das ist natürlich auch gerade für Free-to-Play-Spieler eine mega geile Edition, ne? Ein weiterer Charakter, um den man ein Team bauen kann, gerade für den Tower oder so, dann einen guten Main DPS zu haben. Wir haben es ja schon im Stream immer mal wieder gehabt, dass die Rumors schon waren, dass es den for free gibt. Jetzt ist es offiziell. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr in dem ganzen Thema drin seid, aber wenn man Beta-Leaks Glauben schenken darf, dann ist dieser Charakter ein Main-DPS-Elektro-Charakter, der auch besser performt als Calcaro. Finde ich persönlich ganz nett. Ich finde zwar Calcaro echt cool, aber ich finde es anstrengend, ihn zu spielen, und ich freue mich vielleicht darauf, ihn zu ersetzen. Das Ganze wurde hier gepostet auf Twitter oder X, wie es jetzt mittlerweile heißt. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Ich verlinke euch den Post unten in den Kommentaren. Mein persönliches Highlight ist natürlich ganz klar der Free 5-Star, aber auch das Auto-Lock-On. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten ein paar nette kleine Features, ein paar nette kleine Updates, Improvements. Nun gut, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze aufgenommen habt, eure Gedanken, eure Wünsche für weitere Updates. Alles unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.